Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Castle Clash. Ja, als erstes. Ich weiß, dass lange keine Folge mehr gekommen ist. Das lag daran. Ich war ein bisschen in Schulstress und hatte nicht so viel Zeit. Als Entschädigung dafür habe ich mir gedacht, holen wir uns einen gewissen Typen namens Fixifax aus meiner Klasse übrigens, der mitkommentiert. Sag doch mal was. Hallo. Ah, Fixifax, du darfst doch, du kannst. Ja, egal. So, wir wurden öfters jetzt mal angegriffen in letzter Zeit. Und wir können hier gleich unsere Belohnung abholen. So. Ja, also es hat sich viel getan. Erstens, ich habe meinen Rathaus aufgelevelt auf Level 8. Zweitens, ich habe hier die auf Level 7 gemacht. Und ganz wichtig, ich hab's. Die Bogenschützen hat die Jäger auf Level 5 gebracht und somit hier die Zentaur freigeschaltet. Aber jetzt erstmal ganz kurz etwas, was so unlogisch ist, also das kann ich mir nicht erklären. Also, hier ist ein Barbar. Der Barbar wird ja hier zu einem Hammerzwerg. Ein Barbar wird plötzlich zu einem Zwerg. Und der übrigens größer ist. Und der wird dann zu einem wilden Ork. Also, das kann ich mir nicht erklären. Oder hier. Also, eine Elfe wird zu einem da Zentaure. Da fehlt es. Und dann wird das. Guck mal. Eine Frau wird zu einem Mann. Ein Flintenzwerg. Das kann ich mir nicht erklären. Guck mal. Das ist noch besser als die Zauberer. Komm ein bisschen näher, sonst hört man dich nicht. Also, und sprecht ruhig lauter. Mhm. So, dann hier. Der Magier wird zu einem Greif. Ein Mensch wird zu einem Tier, ein Mischling. Und dann wird er zu einem Drache, ein Feendrache. Also da denkt man sich echt, was das für eine Logik im Spiel. Und hier, ein Baum wird zu einem Baum mit Technologie. Baumroboter. Ja, das geht ja noch. Aber dann, ein Baum wird zu einem Flugzeug. Also da muss man sich echt denken, oh mein Gott, einfach nur. Ja, egal. Ich habe das hier aufgelevelt und wir haben jetzt den Level 5 Pfeilhagel. Dann muss ich machen kurz da hier. Dann den Level 5 Herzenregenerier und hier so ein Ares im Brust. Das macht einfach, dass wir 5% mehr Angriff haben, aber ich finde, das bringt es nicht. Übrigens, und das heißt, dass wir erst da unser hier das aufwerten müssen. Also aufwerten. Aufleveln. Bevor wir ja das wieder weiter aufleveln können. So, ich habe die Gildenhalle und auf diesem Zeitpunkt würde ich auch sagen, Frage an euch: Habt ihr eine Gilde, in der ich euch beitreten kann? Das wäre ganz witzig, da wenn ihr eine Gilde habt, ihr könnt sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde versuchen reinzukommen und es wäre auch ganz nett, wenn mir jemand sagen könnte, wie man hier reinkommt. Wenn ich hier bewerbe, da steht ja hier, aber ich komme nicht rein. Versteht schon. Hier. Deine Bewerbung wurde erfolgreich verschickt, aber ich komme nicht ran. Ja, das wäre ganz nett, wenn ihr mir das erklären könntet. So, dann. Wir haben hier. Ja, da haben wir hier zwei neue Sachen. Das tue ich mal einfach dorthin. Und hier auch. Hier eine Mana-Mühle. Diese komische. Ja, wie heißt du etwas? Sag's mal, Fixifax. Wo? Dann ist es immer Kelch. Oder auch Flasche. Sag ich's mal. Ja, Flasche. Nennen wir es einfach Flasche. Wir haben eine neue Flasche platziert. So, und ich bin in der Arena weitergekommen. Was sag ich? Ein Dungeon. Arena ist was anderes. So, ich habe das Dungeon hier geschafft. Alles zu 100%. Und jetzt sind wir hier und es ist ziemlich kompliziert und ich kann es dir mal kurz zeigen. Ich glaube, so eine Armee sind wir noch nicht gewachsen. Level 32. Helden. Guck mal, wir haben gerade mal. Wir haben gerade mal 27, 22, 22, 21, also. Das wird doch nichts. Und dann, wenn sich jemand vielleicht fragt, wie ich mir neue Helden hole, also dafür braucht ihr erstens einmal eine Heldenbasis. Dann müsst ihr hier auf Betreten. Dann könnt ihr hier entweder mit Heldensplitter, das soll ich Heldensplittern, mit Diamanten, würde ich aber nicht machen.
nicht zu empfehlen. Dann hier Ruhmpunkte und Splitter. Davon haben wir bis jetzt 11 und ich spare auf 30, so wir hier an den Kristallschlangen kaufen können. Ja, ich habe gerade 2757. Wie heißen sie? Ruhmpunkte. Ja, Ruhmpunkte, schön. Und ja, dann würde ich sagen, versuchen wir doch gerade mal unser Glück. Ich habe sowieso nichts anderes damit vor gerade. Und wir haben einen Alchemisten, aber ich will noch nicht aufgeben. Ein Slime und. Ja! Ja! Ja, Leute! Auf die Scharfschützen habe ich gewartet. Auf die habe ich gewartet, Leute. Die ist so gut, die Spezialfähigkeit von der Typa. Das ist so gut einfach nur. Ich setze sie gleich mal ein. So, wo ist die? So. Eingesetzt. Und bei der, das ist so, wenn die schießt, halt wenn dieser violette Strich voll ist, dann schießt die drei Pfeile auf einmal und beschädigt, tötet drei Sachen auf einmal halt. Ja, so Triple Kill sozusagen. Und boah, ich finde das einfach nur herrlich. Was sagst du dazu? Auch ganz cool. Und weil, wisst ihr was? Der Fixifax sieht ein bisschen schüchtern aus, da mache ich jetzt so. Ich sag jetzt, sagen wir drei Minuten nichts mehr und greif so lange an. 3 Minuten. Ja, 2 Minuten, 1 Minute, keine Ahnung. Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? 1 Minute. Okay, dann lasse ich ihn kurz reden und greif so lange hier einmal an. Ja. Sag was. Hallo. Okay, du solltest jetzt mal als erstes die neue Heilung. Los, kommentier! Also, das ist ein Angriff. Sie kämpfen sich gerade durch. Ja, sag was! Sag der tolle Riesenkampfweiter! Also jetzt. Die Aufnahme dauert schon 12 Minuten. Okay, da haben wir noch 1 Minute. Ihr müsst wissen, nach 15 Minuten da. Wird's eng. Nach 15 Minuten wird's echt eng. Na, nach 14 eigentlich. Denn mein Intro dauert noch fast 1 Minute und. Und da das Ende, dann ist das. Schluss? Oder nein, ja. Noch 4 Minuten! Ja. Was sag mal? Ich mach mich schon Stress, dass die Folge zu lang wird und du. Oh. Hilfe, Leute! Rettet mich! Und du sagst. Nein! Unser Bogenschütze ist tot. Aber hier können wir gucken, was die Zentauren machen. Die wirft so komische Pfeile. So, aber das schaffen wir noch locker den Kampf. Dann haben wir mit 4 Punkte. Entschuldigung, dass wir an dich, Tima, dass wir dein Dorf zerstören mussten, aber du bist in der Aufnahme für ewig. Schau sie dir an. War doch noch so unerfahren. Na, er hat ein besseres Dorf gehabt als ich, glaube ich. Mhm. Los, macht schon das hinne. Na. Ups. Also, haben wir jetzt ganz sicher, dass wir noch 4 Minuten haben? Ja. Na. Mittlerweile nur noch. Boah, du bist schrecklich. So. Dann würde ich auch sagen, genug mit dem Stress hier, mit der Schrecklichkeit. Er soll uns in Ruhe lassen und ja. Entschuldigung, dass so lange keine Folge mehr kam. Tschüss, auf Wiedersehen!